Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, euer Gemmerdiquo mit der 36. Folge, müsste das jetzt sein. Ja, neues Gebiet, neues Glück, ja. Mal gucken, was hier so ansteht. Wir sind ja hier noch raus. In der Höhle. Ja, wir müssen uns da hier erstmal ein bisschen vorbeischleichen. Na? Alter. Und hab. Okay. Hä, bin ich schon wieder draußen? Alter, ich bin fast abgebogen. Kurzwirkkrampf. Tatsächlich, ich bin fast abgebogen. Ah, ja, Leute, das kann mal passieren. Sollte es aber nicht. Warum bin ich falsch abgebogen? Oder ich bin... Kann sein, dass ich auch aus Versehen zurückgelaufen bin. Ich würde es mir zutrauen bei meiner Blödheit. Eine Schatzkammer. Dein Erbe muss sich dort befinden. Yep. Da. Okay. Gefertigt von dunklen Herrschaft selbst. Das Blut meiner Familie haftet noch immer daran. Aha. Wir wurden verraten. Seine Macht brennt wie Feuer und stürzt ganz Mittelerde ins Verderben. Was ist das für eine Kreatur?
Oh. Der Sturm ist verflogen. Die Gefahr jedoch noch nicht. Okay, flieh. Dann wollen wir mal. Wir müssen dieser Dunkelheit entfliehen. Diese Flammen werden sie aufhalten. Na. Der Eingang der Höhle liegt vor uns. Wir müssen ihn rechtzeitig erreichen. Ich bin vergiftet. Kein Wunder. Alter. Deckung. Ja, wer hat mit da geholfen? Ein Zwerg. Wolltest du deine militärische Karriere im Bauch eines Ghouls beenden? Ich bin Torvin, der Bestienjäger. Und wenn ich mich nicht irre, hast du dir meinen Schatz geschnappt. Ich bin dankbar für die Unterstützung. Doch ein Anrecht auf dieses Stück gibt's dir nicht. Behalt es. Ich habe etwas viel Wertvolleres gefunden. Und was soll das sein? Mein neuen Jagdkumpan. Was du jagst, interessiert mich nicht, guter Zwerg. Auch nicht, wenn es dich zu dem Meißel führt, der zu diesem Hammer passt? Okay. Jede Beute hat ihren Köder, nicht wahr? Deiner ist eben nur ziemlich alt. Also, falls dich die Jagdlust erfasst, mein Lager ist nicht weit. Finde den Zwerg. Finde den Zwerg. Der Zwerg hat uns gefunden. So. Erzähl mir von deiner Vision, Celebrimbor. Mit dem Wissen, das er mir gab, schmiedete ich heimlich die drei Ringe. Wasser, Luft und Feuer. Was haben wir denn hier? Wieder Fibes. Mehr ist Macht des Geistes. Aha. Indem du seine Unterstützer vor Schreck fliehen lässt. Nein. Oh, schön sieht das hier aus. Ich will ins Meer. Ins tiefe blaue Meer. Ich hab das Sagen. Das war ein verrückter Sack. Ich stehe in deiner Schuld. Wir mal den Turm aktivieren erstmal. Du standst mir im Weg. Oh, da ist er.
Komm, versuch dich doch mal zu wehren. Zack. Warte. Danke, Waldläufer. Bitte und hoch und hoch und hoch und hoch. So. Ich sehe den Sternenmond, das Ithildien. Sehe die Steine aus halb vergessener oder halb erinnerter Vergangenheit. Dann demütigen wir mal den. Sie sind doch nicht so blöd, oder? Doch sind sie. So. Der Häuptling herrscht mit Angst über sein Gefolge. Aber wir zeigen ihm, was wahrer Schrecken ist. Halt gerade gerückt, um den Feind zu sehen. Wenn der Waldläufer dumm genug ist, sich mir zu nähern, packe ich ihn einfach und ramme ihn so fest in den Boden, dass sein Kreuz bricht. So, gefällt. Du, stopp. Habe ich gerade etwas gehört? Hier gab es einen Mord. Da drüben hat sich etwas bewegt. Meinst du? Hab den Grabwandler kämpfen sehen und dachte, wir hätten ihn. Aber alles Blut, das am Ende an ihm klebte, war unseres. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Frag mich, was diesen Narren getötet hat.
Ups. Das war zu doll. Gleich Besuch. Hör auf, dich zu bewegen! Blut und Leid! Oh Mann, ich will doch nur, weil Leute aufklären hier. Alter. Ich will doch nur Leute aufzehren. Mann, das wird ja wieder hier ein schönes Gemetzel. Och Mann, Leute. Ja, auf mit Sperren aus mich zu bewegen. Werf mir. Ach Mann, ey. Ich drück sie ein bisschen aus. Wenn ich der Feind wäre, würde ich mich vom Schlund der Hoffnung fernhalten. Dort war
erwartet nichts als Leid und Tod. Was ihn auch getötet hat, ich hoffe, es kommt wieder. Ja, vergib dich nur ein bisschen. Ich hab genug davon. Ich suche nicht mehr weiter. Ich hab da drüben etwas gesehen. Vielleicht habe ich den schlechten. Hier treibt sich ein Mörder herum. War auf den Tag. Den Uruk habe ich eh gehasst. Ich sehe ihn, der Waldläufer! Ja. Mir egal, was ihn getötet hat, ist nicht mein Problem. Haut ab. Ja, ich war diese Folge ein bisschen leise. Tut mir leid. Nicht nur der Grabwandler kann den Tod überlisten. Ich habe den Tod schon öfter ausgetrickst, als ich so, damit war es auch mit dieser 36. Folge. In dem Fall sage ich, wir machen gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard, auf der linken Seite, wo Erik sitzt, mein letztes Video zu dem Projekt, und auf der rechten, wo Shelly und Sarah sind, mein nächstes Projekt. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Und oben natürlich Twitch, Facebook und Twitter ist auch bei mir erhältlich. Er hört sich komisch an, aber ist so. Und in der Mitte natürlich der Abo-Button. Wenn euch das gefallen hat, was ich gesehen habe, abonniert mich, lasst mir was da, ich freue mich. In dem Sinne, zockt gut!